Wachterkostüme, gerade hier beim Dorfplatz Zmelz. Ein Institution Zmelz. Bei der Fasnacht aber nicht nur, aber in der Fasnacht ist es einmal hoch zu und her gegangen bei dem Verleih. Jetzt ist total aus Verkauf. Jetzt wird nicht mehr verliehen, jetzt wird verkauft. Es geht immer noch hoch zu und her. Wir sind am Donnerstagabend gegüchselt und gefragt gegangen. Eine ungeschmiedete Reportage über ein Stück Melz, das bald nicht mehr ist. Hast du etwas gefunden? Jawohl, genau. Ja, was hast du? Ja, ein paar coole Hosen da. Hast du gesehen? Super. Hast du? Ein paar Kleider. Hat es noch etwas? Ja, ja. Doch. Hoffentlich, ich bin nicht mehr. Ja, können aber habt ihr etwas gefunden? Probieren noch. Ah, jetzt. Ja, genau. Ja. Mach nichts. In den letzten Jahren sind ihr etwa mal da gewesen, oder das erste Mal? Selten. Ja. Bist du in den letzten Jahren etwa da gewesen? Nein, eigentlich nicht. Warum denn? Aber jetzt bin ich schon zum zweiten Mal da, dieses Jahr. Warum in den letzten Jahren nicht? Ja, ich habe eigentlich daheim schon einen Haufen achtjährige Tschöpen in Maestricht. Und jetzt tun wir nur noch ergänzen. Es machst du selber im Verleih? Ja, nein, es hat nicht gehabt. Hätten wir ein schönes Stück da, hä? Ja, gibt es schöne, ja. Gell? Was hast denn du da? Was ist das? Eine Kuh. Hey, und jetzt kriegst du noch etwas über, das ausgehst wie eine Kuh, auch sonst noch. Was kriegt ihr noch? Vielleicht. Mal schauen, was wir alles noch finden. Sind ihr früher etwa mal da gewesen, oder auch weniger? Weniger. Wenn wir ein Kostüm braucht, sind wir hier angekommen. Sonst weniger. Wie ist es fast nicht immer noch gleich wie früher? Oder ja. Hat sich das entwickelt? Oder? Ist besser geworden. Ist besser? Was ist besser geworden? Man wird grösser. Ja. Man merkt es mehr, was Fasnacht ist, und es gefällt einem auch. Ja. Was gefällt dir bei der Fasnacht? Weiß ich nicht. Guckermusik. Bist du in der Guckermusik? Nein. Suche dir etwas Spezielles. Dirndl, ja. Ein Dirndl? Also ich will Lederhose. Aha, ja, war für ein Wiesenfest, nicht für Fasnacht in dem Fall. He? Ich habe Bauernhof daheim. Ich brauche es für einen Alpabzug. Eben, so wird es hier auch gehen, gell? So. Ja, Sachen. Ja, aber mittlerweile bin ich eben im Wallis. Aha. Hoi, bist du extra hergekommen? Nein, meine Mama wohnt hier. Haben wir es gerade mit einem Besuch verbinden. Aber er hat eine rechte Auswahl, gell? Irgendwie. Wahnsinnig, ja. Schön. Und wie ist mit den Preisen? Ja, mehr wie gut. Nur noch so am Bart. Ein rechter Service, den er anbietet. Ja, wir probieren es bis zum Schluss. Du, es hat Leute, die sagen, sie kommen. Es gibt Leute, die sagen, sie kommen eher jetzt her als früher. Das ist möglich, aber ich bin auch erst zum dritten Mal da. Aber jetzt bist du tätig, he? Ja, aushelfen bis zum Schluss. Gut, was heisst Schluss? Wann ist Schluss? Kurz vor der Fasnacht oder erst am Mittwoch. Aui, hoppla, ja, dann ist dann fertig. Und dann bist du arbeitslos, oder was? Arbeitslos nicht, dann machen wir etwas Neues. Aha. Dann geht man weiter. Gut, da muss man immer gell, ein bisschen weg. Gehört dazu, dann kann man selber mega putzen. Ja, da kommst du gerne rein. Das ist ja wahnsinnig. He? Suchen ihr etwas Bestimmtes? Nein. Nicht? Oder habt ihr ein Motto? Clown, Indianer oder was willst du sein? Sag. Bandit, Räuber, ich König. Was bist du? Melzerweib. Bist du? Melzerweib ist ja gut, hä? Aber das hat jetzt nichts mit Fasnacht zu tun, da, gell? Oder schon? Sehr doch. Echt? Ja. Die Lederhosen? Natürlich. Was hat denn da mit Fasnacht zu tun? Ja, da kann man überall hingehen. Mit einer Lederhose. Aber du mit deinem austeren Dialekt, oder? Ja. Ja. Aber du brauchst sicher auch noch aus für ein Fest, nicht? Ganz bestimmt. Ich kenne sogar Österreicher, die im Formel 1 Rennen gehen mit Lederhosen. Lederhosen, ja, gängt ja. Eben, gell? Ja, sicher doch. Dann bist du da im richtigen Ort. Ja. Bist du vorher etwa mal da gewesen? Ja, ich bin schon zum dritten Mal da. Woher kommst du? Aus Bad Ragaz. Aha, ja gut, dann ist das noch. Ja. Ein Pirat, oder ja. Was ist da? Wohl eine Piratin. Meuterei auf der Bounty. Meinst du jetzt noch etwas für dich? Schwarz, ja.
Habt ihr etwas gefunden? Noch nicht. Oh, schau mal, sie wettet dort. Sie hat Schweine. Ich glaube nicht. Hä? Na, aber nimm schon mit, die Fasnacht. Ja, ja. Schon, gell? Gell schon. Du bist früher nicht mal da gewesen, oder? Ja, ja, ja. Ein paar Jahre schon. Was ist denn so dein favorisierter Kostüm, das du einmal geholt hast? Mein favorisierter Kostüm? Ja. Wir sind eigentlich meistens irgendein Tier. Wir haben eigentlich alle Jahre ein anderes Tier gekauft, eine Weile lang. Aha. Ja. Und dann hat man noch Liste stehen? Ja. Schöpli da hinten. Die richtig rauszuzwingen, ist gar nicht so einfach. Hast du etwas gefunden? Nein, ich arbeite hier. Ach so? Ja. Hast du schon immer hier geschafft? Also erst ein bisschen später, also kurz bevor wir aufgehört haben. Aber jetzt hat es unglaublich Leute, gell? Ja. Reut es dich ein bisschen, dass ihr aufhört? Ja. Schade, gell? Ja. Ist irgendwie auch für dich schön gewesen, he? Ja. Und jetzt hat es alles voller Leute? Ja. Ich muss rein, ja, ich weiss. Voll bepackt. Voll bepackt. Hey, was hast du denn da dabei? Alles, was mir nicht passt. Hey, was hast du überkommen hier? Was hast du da? Sapramosch noch. Was bist du, ein Pirat? Ja. Super, ja, dann ab du. Dann die Sachen. Ja, genau. Ja, das Stuhl ist 20. Ja, zweimal Hosen, die sind jetzt. Ja, gut. Zwei geht ein bisschen. Das wäre beieinander. Aber der hier, haben sie jetzt gesagt, gehört auch dazu. Das hier. Ja, das ist gut. Das gehört so dazu. Ja. Ah, okay. Kommst du noch raus, was zusammengehört hier? Drück noch, hä? Ein Schnäppchen, oder? Ich bin gemein, oder? Eben halb hier. Ja, Bügel perücke, Bergenbär. Alles. Ja. Ja, Bügel hast du, oder? Nein, ich will keine mehr. Ich will so. Das, Sepp. Ja, ich muss aber zahlen. Jawohl. Danke vielmals. Vielen Dank. Kriegst du noch Perücken über? Oder Hörner noch? Nicht. Also, Pippi Langstrumpf-Perücke ist für dich? Nein, ist nicht für mich. Aber wäre noch interessant, ja, ja. Nicht? Ich habe schon rote Haare. Darf man nicht fragen an der Fasnacht? Ja, du hast wirklich einen Eindruck gemacht, du wärst noch Pippi Langstrumpf, wegen der roten Haare. Ja, ja. Nein, ist nicht für mich. Ja, ist gut. Sollen wir es in den Sack? Nein, das ist schon gut. Hoi! Bei diesen Preisen nimmt man gerne noch etwas mit. He? Genau. Wahnsinn. Aufwühlen, weil wir daheim noch nichts haben. Dann kommst du am Samstag wieder? Nein. Bist du sicher? Ja. Warum bist du so sicher? Ja. Ich weiß auch nicht, weil ich es jetzt habe. Es macht schon einen unsicheren Eindruck. Nein, nein, doch schon. Nur noch blau. Jetzt brauche ich nicht nur Jacke. Hey, was ist das? Ein Wolf? Ein Hund? Ein Bär. Ein Bär. Aber wie passt es, dass der Pippi Langstrumpf? Ja, das ist eben früher. Pippi Langstrumpf hat sie ein Äffli gehabt und ein Ross. Ja. Und heute hat sie eben einen Bär. Also, man kann richtig Fantasie an Walter lassen. Oder die Geschichte ändert sich ständig. Aber am Samstag kommst du wieder? Nein, am Samstag habe ich keine Zeit, dann haben wir einhutelt, den Ragaz. Eben darum, aber am nächsten, ja, dann hast du dann, am nächsten Tag wieder etwas, ha? Ja, ja, dann ist dann nächste Woche, ist dann erst schmutzig bei uns. Hoi, 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 jetzt aber du. Von drüben, ha, wir feiern dreimal. Du, wann ist eigentlich der Böllni? Das ist der Böllenkönig. Ja. Der ist bei drei Hutlet. Ja, aber wann ist der? Am Donnerstagmorgen. Also heute da, in einer Woche, oder wann? In zwei Wochen. Zwei Wochen? Zwei Wochen am ersten Spiel. Oh, dann Donnerstag. Hast du aber noch Stress bis dann. Dann läuft noch etwas, aber ganz sicher. Wenn es noch immer so gelaufen wäre. Ja, dann würden wir nicht aufhören. Gell?
Und jetzt können Leute, die vorher nie gekommen sind. Genau. Nein. Ist schön. Es können viele Einheimische kommen. Und die gehen jetzt alle mit diesen schönen Kostümen zur Fasnacht. Das freut uns im Fall. Ja, und war schon noch einen Haufen Jahre, gell? Das denke ich auch, ja. Nein, das macht richtig Spass. Und kaum haben wir aufgehört, heisst es, mein Gott, wir vermissen es, gell? Ja, das ist jetzt halt. Aber da können wir nichts machen. Wir haben uns darauf vorbereitet, die letzten Jahre, wo es immer weniger geworden ist. Und darum, ja, aber ja. Der Tochter tut so leid. Es tut uns allen leid. Wir haben alle ein lachend und ein weinendes Auge. Ja, genau. Das ist so. Ja, noch. Aber du hast jetzt ein lachendes Auge, gell? Ja, sicher, ja. Auf jeden Fall. So viele gute Schnäppchen kann machen. Also hei, der Fahne. Der Wächter kommt auf Padre Gatz, gell? Ja, der Wächter ist. Ja, das ist so. Wobei, er hat alle diese Sachen haben schon gespendet bei mir im Estrich oben. Ah, so? Ich habe schon einen Haufen im Estrich. Also was gehst du? Ja, verschieden. Jeden Donnerstag anders. Am 24. planen wir ein kleines Grüppli machen mit den Felbeln. Oh. Kennst du die Felbeln? Ja. Das ist die älteste Figur, Fasnachtsfigur zur Ragaz. Genau. Und jetzt sind wir hier noch ein bisschen die Informationen am Zusammenträgen und schauen dann, dass wir auch Gewänder und alles beieinander haben bis im Jahr. Ah, du musst jetzt aber Essig im Vorschuss einkaufen, hä? Ja, nein, da müssen wir so gerne. Wir müssen schneidern, so wie es aussieht. Potz, Kamelle, riemen noch. Ja. Aber schneidern. Jetzt muss ich mal fragen. Schneidern tun wir nicht mehr, gell? Nein. Jetzt nicht mehr, auch wenn wir dann fragen. Nein, leider nicht. Hast du gehört? Ja, ich habe aber gerade am letzten Wochenende eine Schneiderin gefunden, die uns schneidert. Ah, so. Das sind Spezies Ara, der gibt es nicht mehr viel im Fall. Wo? Ja. In der Ara? Nein, Spezies Rara. Ah, ich verstand. Das ist wieder rare Spezies. Aha. Ja, du. Ja. Ja, hast du überhaupt Geld dabei? Du schaust da so relaxed, ne? Na, ich nehme eine Karte vielleicht. Ja. Nein, ich habe schon Cash. Ich habe das Gefühl, der geht es und sagt anschreiben. Bares ist wahres. Meinst du, was willst du jetzt machen? Nur Bares ist wahres. Ja, genau. So, ja? Ja, eben. Ich muss noch die Schulden zahlen. Ja, eben, meine ich ja. Ja, komm, jetzt ist gerade fertig. Meine ist da noch ein bisschen zu suchen. Aber ich glaube, er ist wieder vor mir fertig. Ja. Nein, komm du. Hast du Lederhosen dürfen kaufen? Ja, nein. Hast du Lederhosen dürfen? Sie hat nicht passt. Oh. Du, Lederhosen wird sie noch deine. Ja, ich weiss, wählen schon, aber können nicht. Das ist schon gut. Komm. Danke. Für das hat was ist es das? Für das hat er uns kennen gekostet. Oh. Ich habe telefoniert mit dem Matrach. Nein, das geht nicht. Ja, du, jetzt muss Sportmann noch mal führen. Nein, das ist jetzt klein. Heute ist nichts für mich. Du, ja, ist die Welt noch in Ordnung? Hast du schon mal den Chef? He? Von wem bin ich der Chef? Ja, da. Deine Frau? Nein. Nicht? Ja, nur wenn ich nicht daheim bin, dann ist sie der Chef. Oder nur der Fasnacht? Ja, dort müssen wir miteinander. Ah, okay. Und, hä? Aber schau, sie kämpft sich nach vorne, sie sucht. Also, Blumen oder was? Das sind Blumen. Oh, aber die Perücke wären etwas, hä? Ja. Perücke gehen meistens, das geht schon. Hast du gesehen? Haben wir auch schon einiges. Du erzeugst Sportmanier noch mal. Vorspangen, ja. Genau. Ah, sind das, ja. Was suchst du? Was willst du? Sag's nur. Piratenräuber. Pippi Langstrumpf. Ein Melzerweib natürlich. Ein Melzerweib? Was ist denn mit diesen Melzerweiben? Speziell. Was mit denen speziell ist, ja, weiß auch nicht. Frag den jungen Mann, wüsste es. Nein, ich gebe ja, er hat mir vorher schon gesagt, Melzerweib, gell? Ja, aber jetzt musst du mir schon eins noch geben, ha? Und dann würde er gehen als Melzerweib, meinst du? Gängst du als Melzerweib? Doch. Was? Wegen dem bist du da, gängst oder? Gehst du an Melzerweib? Ja, dann probieren wir mal. Hat es die richtige Grösse in der Hitze, oder was meinst du? Geht die Kostüme noch mal nähen. Du musst nur Zubehör haben. Dann müsstest du noch nähen, hä? Genau, das müsste ich noch machen. Ja. Was ist das? Ein Bajas? Was ist das? Sollte ein Klon sein. Dann nimmst du dem Skifahren ein Pizol? Ja, sicher. Wie siehst du es jetzt aufhören? Ja, es ist halt schade, wir haben immer Kostüme von hier. Und jetzt müssen wir es halt irgendwo anders holen. Oder bestellen. Ja.
ist wirklich schade, gell? Ja. Vor allem, wenn man sieht, wie es jetzt wahnsinnig viele Leute gibt. Gell? Ja, es ist jetzt halt alles günstiger geworden. Ja. Und, ja. Gut, die Summiert war ja vorher schon nicht teuer gewesen, eigentlich, ja. Oder? Ja. Das ist schon schade eigentlich. Ja. Aber ist es das auch für Fasnacht? Ja, sicher. Echt? Echt, ja. Aber sehr gediegen, ja, ne? Ja, natürlich, muss auch gediegen sein, oder? Nein, ne? Aber da könntest du es sonst noch anlegen, nicht? Also gewisse Sachen da, nicht? Ja, kommt drauf an. Ja, glaube ich schon noch. Anlegen und ab in die Küche. Ja, ja, gell? Ah, meinst du, warum? Ja, wie ein Koch. Wäre noch etwas, ja. Genau. Aber schön, gell? Ja, wenn wir da so ein bisschen anschauen können. Und wenn man so einen netten Herr hat wie du. Gell? Gell? Es hat geguckt, oder wie sieht es aus? Es hat geguckt, ja. Ja. Weil zur Spitzenzeit waren 4000 Kostüme da. Und jetzt noch, was denkst du? Die Hälfte? Ja, etwa die Hälfte. Ja. Selbst sicher noch. Es hat schon. Es hat noch nämlich ein Schnäppchen, macht man sicher. Ja. Hast du noch einmal geholfen? Hast du auslesen, was die sollen anschaffen? Nein, ich arbeite noch nicht so lange mit. Ja. Ich habe erst dieses Jahr wirklich angefangen mit, ja, mithelfen. Und dann hast du gedacht, man könnte es noch retten? Irgendwie. Nein, das glaube ich nicht. Wir wissen schon seit 2 oder fast 3 Jahren, dass wir jetzt fertig ist. Alles mit dem Onlinehandel natürlich, ja, gell? Ja. Alles einfach noch bestellen und übermorgen ist es wieder da unten. Ja. Corona. Ja. Ja. Corona auch. Corona ist auch noch. Ja. Keine Fasnacht mehr zu. Ja, klar. Das Lager ist voll geblieben. Ja. Es hat sich nicht mehr gelehrt. Genau. Das merkt man jetzt halt schon. Und Personal brauchst du auch gleich, gell, natürlich. Ja, es ist halt die Familie, wo, ja, du schaffst anders in einem Familienbetrieb, als wenn du in einem Laden bist. Und gleich, das machst du mit Herzblut. Und wenn du am Schluss nur noch da bist, 8 Stunden für 10 Franken, dann, ja. Ja, muss genau sagen, jetzt ist fertig. Jetzt macht man einen Schnitt und geht selber die Fasnacht wieder. Oder mehr die Fasnacht. Du gibst dir Mühe, um das ein bisschen pragmatisch zu sehen, aber ich merke, du hast dir leid, gell? Es tut weh. Ich bin nicht aufgewachsen im Laden, ich bin auch reingekommen, aber es tut weh, um so zu sagen, jetzt müssen wir hören, fertig, Fasnacht. Es ist gleich, es gehört zur Familie, zur Geschichte. Und nicht zu können sagen, nein, nach so vielen Jahren mehr hören. Es tut allen mehr weh, sagen wir es so. Munition kaufen will. Ja, gehen wir mal. Ich weiß nicht, ob es. Ich habe sie eben nur da gekauft. Ja, ja. Günstig ist es, aber ein bisschen schade ist gleich, gell? Das ist ja so, ja. Was machen wir jetzt nachher, wenn es den Wächter nicht mehr gibt? Ja, eben, ich bin im Wallis. Ja, schon. Ja, dann komme ich nicht extra hier das Päckchen holen. Hast du im Wallis auch etwas, das kannst du kaufen oder mieten? Weniger. Mieten nicht, nein. Ja, ja, ja. Mieten gibt es bei uns nicht, nein. Ja. Dann ist es so einfach mal eingedeckt, ja? Ja, also wir sind das Dritte. Gut. Aber Fasnacht gibt es ja im Wallis auch? Ja, ja, Fasnacht haben wir schon auch. Ja, aber nicht so gross halt. Aber nicht da, wo ich daheim bin. Ciao. Ja. Und da hat es so gesehen. Ah, ich frage, ob es noch etwas findet. Ja. Ach, super, danke. Aber eben, Wölf hat es geheim. Hast du einen Krug dabei? Ja. Ich habe gerade noch Schwein gehabt. Bin ich gerade verschrocken. Ja. Und was sagst du zum Preis? Tipptopp, oder? Geht, passt, hä? Kannst nicht viel sagen, ja. Das Tuch ist ja dabei. Danke. Danke vielmals. Soll ich es dir in der Tasche tun, oder geht es dir? Nein. Nein, es geht, danke. Ja, also dein T-Shirt kriegst du für diesen Preis nicht über. Nein, der gibt dich nicht. Das wäre noch etwas Strümpfe, nicht? Ja, ah, das ist nur das, super, wo... Ja. Ja. Für dich? Für meinen Vater. Aha. Noch besser, oder? Nur der Rock, ja. Ja, genau. Die, die noch da sind, die sind einfach 80. Oder sind vorher sind die 250 Franken gewesen. Ja. Und Hüte müssen wir selber machen, ja, die sind eh alle weg. Wie? Die Lederhosen, was sind die im Preis? Die sind noch 20 Franken. Ja. Jetzt müssen wir nur noch eine finden in meiner Größe.
Ja, gut. Danke. Das wäre ein 60. Was meinten Sie, müssten Sie haben? Das ist 54. Glaube ich, ungefähr. 60 klingt doch schon gut. Da hätte ich mal Reserve zum Beiwachsen. Ja, ich glaube es auch. Ja, der Rest sind 54. Günstig und hilfsbereit sind sie auch noch, gell? Ja, absolut. Mein Gott. Wo wendest du deine Hilfsbereitschaft nachher an, wenn du nicht mehr da bist? Ich habe sonst noch einen Job. Ach so? Zahlten, weißt du? Aha, eben, gell? Der Job war in den letzten Jahren das gratis. Das war nur ein Hobby. Gewesen, ja. Genau. Wo siehst du denn da die Grösse? Ah, da. Überall. 44. Ja, das ist im Fall die einzige, wo im Pro kommt, das sind alles 44 und 46. Ja. Okay, wo hast du gerade die Ruhe? Gerade du. Da. Okay. Genau. Das ist aber. Bist du so Zeiten, wo wir noch geneigt haben, abgeändert? Hast du dabei gewesen? Ja, ich bin hier geboren. Aha. Weißt du, ich kann mich nur erinnern, ich bin ja einiges älter als du, gell? Du bist, glaube ich, Jahrgang 62, ich bin einiges älter, ja. Da hat es doch mal Velo gegeben und Velo, Nähmaschine hat gell? Die Mama gehabt, ja. Also, ja. Und der Papa hat unten Velo geklickt und restauriert, ja. Und das ist etwa vor jetzt etwa 60 Jahren also, gewesen, oder? Heute ist jetzt genau vor 65 Jahren, haben sie angefangen mit der Fasnacht. Fasnachtskostüm, nein, die Mama war ja Schneiderin gewesen, ja, genau. Und hat sie die natürlich alle selber gemacht. Ja. Weil und du hast auch genäht? Ich habe auch genäht, ja. Ich habe sogar das Haushaltlehrjahr dann haben wir da gemacht, mit Nähen und Kochen. Wahnsinn, ja. Und ja, dadurch, dass es niedrig war, weil früher hat man nichts kaufen. Das kann man natürlich erst, also die letzten 20, 30 Jahre. Ja. Und die Melzerweiber, die sind ja natürlich beliebt gewesen. Die hat die Mama alle selber gemacht, alles mit Hosenhut, Schoß, Rock. Das ist sehr beliebt. Das Kostüm ist ein Traditionskostüm, das Melzen mit der Gummimaske. Genau. Und ja, dann Anpassungen war ich rund um die Uhr. Ja, da hat man natürlich auch noch länger offen gehabt. Da sind manchmal die Leute nachts um 10, 11 Uhr nach oben sich einkleiden. Die Hausfrauen, wenn sie Kinder im Bett haben, sind sie dann einmal noch zur Fasnacht, wo es noch richtig Fasnacht war. Also für euch eigentlich die Fasnacht? Ist, nein, wir haben die Fasnacht immer da gehabt, weil wir ja selber sind wir nicht gegangen. Aber wir haben es hier natürlich immer mega lustig gehabt, wenn die Leute kommen sind zur Nacht und noch ein paar Hüte müssen haben. Und so. Das war immer so Gaudi. Und dann der Böhlenkönig, am Morgen um 4 Uhr fängt das ja an, oder? Ja, die hortet am Sonntagmorgen. Ja. Gut, die haben ihre eigenen Kostüme und die eigene Tradition dort mit reinhorteln am Donnerstagmorgen. Ja. Darum, dass, ja, und dann gibt es einen Umzug auf den Platz mit den Guckenmusiken. Und das ist dann da noch ein grosser Anspruch. Und den ganzen Vormittag läuft. Gehst du das Jahr noch an Fasnacht? Nein. Ist dir gerade ein bisschen vergangen, sowieso, gell? Ja. Nein. Und wenn du so da die Rechnung schreibst, gell, das ist ja wirklich genau. Also, eigentlich könntest du ganz so gut verschenken, gell? Ja, es ist ja eigentlich verschenkt, oder? Ja, aber wir sind froh, sind Kostüme, wie ich vorher schon gesagt habe, am rechten Ort und die sind jetzt hier in der Umgebung, sind die unterwegs und für uns ist das eigentlich das grösste Geschenk, dass die Kostüme jetzt bei den richtigen Leuten unterwegs sind und noch richtig Fasnacht gemacht wird wieder. Da haben wir echt Applaus da. Ja, warte, ich habe noch nicht geschrieben. Ja. 2 und 2. 8 Schnürchen. Schnürchen? Ja. Und so. Und bis auf da. Wir alles miteinander zu leiden. Da springt Mama davon, wenn du das anweist. Ich wollte mal schauen, ob du vorspringst. Jetzt, sehen wir. Mal schauen, was sie macht. Du hast es gegeben. Genau, er soll da noch etwas machen. Ich sehe nichts. Ja, warte mal schnell. Haben wir noch das Richtige? Es stinkt nach Ballon. Was stinkt nach Ballon? Ja. Das ist ein lustiger. Aber einfach das Tiefe.
Und das gibt einen Pirat. Genau. Glaubst du, komm, ist es vorbei, heisst, meine ich das schade? Ja, das ist schon so. Dass, wir hören das auch jetzt schon, dass alle oder einige traurig sind. Aber es ist jetzt halt einfach, die Zeit hat sich verändert und die Fasnacht hat sich verändert. Und heute mit dem Internethandel hast du keine Chance mehr zum Überleben mit einem so Kostümverleih. Ja. Das wird alles im Internet bestellt. Vom Preis her, von der Menge her, gell? Und dann ja, muss es gerade passen. Genau, genau. Oder, und wir können nicht in diesen grossen Umfängen einkaufen, für das, dass man so wenig noch braucht. Und das ist die letzten Jahre halt massiv zurückgegangen. Was machst du denn jetzt nachher? Wir arbeiten alle, das ist ja nur Hobby. Eben, okay, da muss man mal klar mal oder überlegen. Das ist einfach wirklich Hobby gewesen. Das ist Hobby. Ja, das macht man aus Freude und aus Herzblut. Und du hast vor 12 Jahren übernommen, oder? Vor 11 Jahren? Nein, vor 12, glaube ich. Was? Bist du, glaube ich, dann so voll da verantwortlich gewesen, oder? Nein, das ist schon länger her. Schon länger her. 20 Jahre. Und wann hast du denn gemerkt? Etwa 2012, 2013, Tanja. Ja. Ja, hat sie dann die Hauptarbeit gemacht, okay. Weil sie hatte zwei kleine Kinder gehabt. Ja. Und hat dann sich da voll reingeknöllt, auch mit Nähen und Auffüllen und Verkaufen und Terminen. Und sie hat mega Termine gehabt, einzeln, wo niemand etwas gekauft hat und ist einfach da gewesen. Genau. Aber auch aus Freude. Oder? Ja, du bist ja schon Grossmutter, gell? Ja. Auf der Irre kann ich das fast gerne so richtig wahrhaben, gell? Ja. Ja, nein, das ist so. Aber es haben immer alle mitgeschafft. Das ist ein reiner Familienbetrieb. Oder? Es ist von meinen Eltern zu mir, zu meinen Töchtern. Und jetzt eben sind sogar die Grosskinder schon da um helfen. Ja, genau. Und das macht man einfach aus Freude. Und die Sache, oder? Und ja, und darum, man hat jetzt die letzten Jahre auch nach Corona, wir müssen überlegen, was machen wir jetzt, oder? Weil eben seit Jahren ist es zurückgegangen, ist es nicht mehr so viel gewesen. Und darum haben wir jetzt gesagt, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen, weil es kann nicht, wir sind alle am Arbeiten und es ist relativ streng, den immer am Abend offen zu haben, wenn eigentlich gar nicht mehr viel läuft. Aber es ist ein riesiges Spektakel, gell? Darum, es läuft brutal. Ja, und jetzt, wir haben auch den Plausch, dass die Leute das noch eben da kaufen und holen. Und klar, es ist dermaßen günstig. Wenn man für 15 Franken ein Kostüm kaufen oder zum Behalten, ist natürlich... Jetzt musst du rein, haben wir gerade heute. Schau mal. Aber Anatina, dann tust du das andere zurück. Weißt du, und die Freude, die es dann hat, gell? Ja, wirklich. Und das sind diejenigen, die schon zwei, dreimal da waren. Ja, man könnte vielleicht noch ein Schnäppchen machen und so. Und da haben wir natürlich auch Freude. Das ist jetzt das, was uns gut tut, dass die Leute das so schätzen. Also, sie ist eine Tochter von dir? Nein, nicht, oder? Also, weißt du, also... Ja, das ist Wahnsinn, hä? Das ist und du hast übernommen vor etwa 10, 11 Jahren, oder was? Ja, etwa 2010, ja. Und jetzt bist du 10 Jahre fast ohne Verdienst herumgesprungen? Ja, ich arbeite eben auch noch nebenbei. Mehr Sex. Also gut, geschafft haben wir ja wie dir, aber nicht verdient. Das ist es. So. Ja. Aber nein, das macht man auch nicht ums Geld. Das ist wirklich, das ist jetzt einfach, wir sind hier reingeboren und darum hat man das auch so lange gemacht. Oder? Ja. Unabhängig, ob jetzt da etwas geblieben ist oder nicht, sondern einfach aus Freude. Und aus Freude, weil die Leute Freude hatten. Und früher hat man noch Rölli und Weiber und Birette und so richtige Traditionskostüme. Und das war natürlich ein grosser Bestandteil von der Mälzer Fasnacht. Ja, klar. Hat sich die Fasnacht auch verändert? Die Fasnacht hat sich stark verändert. Ja. Einfach, dass auch die Leute gerne nicht mehr so an den schönen Kostümen Freude hatten, sondern mehr halt, heute ist es mit den Baren, mit dem Alkohol, nimmt das natürlich schon überhand. Mhm. Und was fehlt, sind natürlich auch die Zähle mit den Musiken, wo man tanzen und Nacht durchmachen und lustig haben. Da kann man erinnern. Das hat sich stark verändert. Die Seile, die einmal Pflumsen gekommen sind und dann ich bin wie der Melzer gewesen und dann hast du müssen schauen. Die sind ja von der ganzen Schweiz gekommen. Nein, weißt du, richtige Kämpfe dann gehen dort im Leuen. Ja, das ist wirklich im alten Leuensaal. Das ist noch Fasnacht gewesen.
Ja, das ist es. Ja, du, dann hoffen wir, du hättest es trotz allem gleich einmal später noch wieder ein bisschen Freude an der Fasnacht. Ja, sicher. Nein, ich habe nach wie vor Freude an der Fasnacht. Also, ich war ja schon mit dem Böllenkönig unterwegs. Nein, das bedeutet mir schon etwas, oder? Ja. Aber es muss jetzt nicht mehr so sein, dass wir, ja, es liegt einfach nicht mehr drinnen, nebst dem, wie viel, dass wir alle schon arbeiten, oder? Und darum ist es ein Hobby, das zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt müssen wir mal schauen. Schau mal, jetzt schiebt sie noch ein paar Zehner auf. Und das Geld hast du erzählt, gell, vorher? Hast du genug dabei? Ja, ja. Da muss man immer genug dabei haben. Eben, gell? Dann ist es 35, alles zählen. Nehmen wir es an? Weisst du, gut. Weisst du, gut. Du hast auch ziemlich viel Know-how braucht, natürlich. Ja. Das ist schon gut. Eben, es hat sicher gestartet mit der Mama als Damenschneiderin. Ja, aber jetzt hast du die andere Tochter. Hey. Ja, und das ist einfach weit, aber sonst... Ja, das ist einfach weit. Aber ich habe das Gefühl, es stört nicht. Das ist gut. Ja, wunderbar. Vielleicht sollst du noch ein bisschen im Hand. Ja, ist gut. Hast du das gerade können, was du bei der Lederhose gesagt hast? Ja, das 40 brauchst du oder so etwas. Mit der Zeit sieht man das vom Auge halt, wenn man so schon einen Haufen dieser Mann angelegt hat. Ihr habt auch angekauft dann mit der Zeit, natürlich. Ja, natürlich. Wir haben auch vom Lieferant, vom Schweizer Lieferant immer zugekauft. Nur zu, also, nur zu. Noch hoch. Noch hoch. Ja, ja. Dann haben wir dort also wie viele Kostüme das wir hatten, wissen wir gar nicht, aber es waren x-tausend. Das ist so. Aber eben auch Trachten und alles mögliche? Ja, dann haben wir dann rund um die 10 Uhr haben wir dann noch Trachten aufmunitioniert, haben wir dann noch Trachten GmbH gemacht. Das war auch ein paar Jahre nachgefragt und dann war es dann abrupt auch mit Corona eigentlich auch vorbei gewesen. Auch die Oktoberfeste sind nicht mehr das, was sie sind, dort vor ein paar Jahren. Zu viel sind es noch so Wiesenparty. Genau. Dort sind wir dann auch anwesend gewesen. Und darum, jetzt tun wir es auch ausverkaufen und natürlich auch wirklich ganz, ganz günstig. Und du bist da in dem Haus aufgewachsen? Ja, also die Stege hoch, gell? Die Stege hoch, ja. Und dann abends zur Arbeit. Genau. Ja. Dann, was ist so dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch? Ja. Das ist jetzt noch schwierig, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe eigentlich keinen Wunsch, weil wir dürfen alle gesund sein. Meine Mama wird 89, nein, Moment, 88 wird sie. Und dass sie noch ein bisschen durchhebt und dass die Familie gesund bleibt und dass wir es noch weiterhin miteinander geniessen können. Weil es hat schon, auch der Kostümverleih, die Familie schon hat immer geschweißt. Ja, also das ist wirklich. Was sagt die Mama? Jetzt, wo sie weiss, ist fertig. Das geht relativ gut. Sie hat natürlich schon vor einigen Jahren müssen abgehen, in dem Sinn zurücktreten, weil sie hat ja dann auch nicht mehr mögen, altersmäßig auch nicht mehr mögen nähen. Aber sie ist natürlich schon immer noch ein bisschen am Geschehen dran. Das ist ganz klar. Ja. Aber ist doch gut. Passt's? Das geht. Und? Ja. Bist du zufrieden? Passt, oder? Ja, passt noch. Ja, aber da ist nicht mehr viel drunter anliegen. Ja, oder hat ein bisschen, weiß auch nicht. Weniger essen? Das könnte man auch nehmen. Du bist so schlank. Ja, ich bin auf dem mürigen Keib. Gell? Ja. Das Thermal sind noch ein bisschen zu kurz, oder was? Nein. Du hast ja so noch Ansprüche. Nein, Dings, die Hände sind zu lang. Die Hände sind zu lang? Ja, was sagst du? Gefällt es dir? Ja, also die richtige Frisur dazu fehlt jetzt noch. Da müssen wir noch uns etwas überlegen. Also, hallo? Barocke Frisur. Oh, weißt du, da oben hat es noch also eine blonde Perücke. Hat es noch? Ja. Müssen wir mal schauen. Ja, die ist wirklich super. Die würde ich nicht. Was hast du gesagt? Der schönste Böschler? Der schönste Kameramann. Aha. Das heisst, haben wir keine schönen Böschler hier? Mal, noch schöne Leute hier. Oh, das steht dir noch gut, ja. Da würde ich gleich mal abschauen. Ja. Aber es ist schon lustig, wenn man so auslesen zu diesen Preisen, nicht? Ist schon gut, ja. Ich finde es super Sachen. Ja. Die machen das gut, die zwei netten Damen.
Was ist das, eine Glatze? Ich könnte ja Glatze auf Glatze tun. Ja, ja, da kommt heutzutage auch eine Glatze. Kopfbereiser heisst das. Ah, okay. Eine gewisse Glatze oder eine Lücke hinterlässt natürlich auch die Schliessung von dem Geschäft auf dem Dorfplatz zu Milz. Ein Stückchen Fasnacht, gelebte Fasnacht, ist hier damit fertig. Aber bis zum 22. Februar habt ihr noch Zeit, um das hier zu erleben. Geht doch einmal schauen. Fasnacht erlebt ist vielleicht ein bisschen gleich noch etwas anderes als etwas mit Online-Handel bestellen.